Das Brennstoffzellenheizgerät Vituvalor 300P von Viessmann ist ein innovatives und hocheffizientes System zur Wärme- und Stromversorgung von ein bis zwei Familienhäusern. Das Heizsystem ist im Idealfall eine Fußbodenheizung, aber auch Radiatorensysteme mit Rücklauftemperaturen von maximal 40 Grad Celsius sind problemlos möglich. Vituvalor 300P ist derzeit für Erdgas der Kategorie E zugelassen. Wie jedes Gasbrennwertgerät wird die Anlage mit einem Strom- und einem Erdgasanschluss versorgt. Neben den üblichen Anschlüssen für Vor- und Rücklauf sowie Kalt- und Warmwasser ist kein zusätzlicher Wasseranschluss erforderlich. Das Viessmann Brennstoffzellenheizgerät Vituvalor 300P besteht aus zwei Einheiten, dem Brennstoffzellenmodul und dem Spitzenlastmodul mit integriertem Gasbrennwertkessel, einem Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher sowie der hydraulischen Verrohrung, der Sensorik und Regelung. Die Einheiten sind kompakt, optisch aufeinander abgestimmt und benötigen zusammen nur eine Aufstellfläche von 0,65 Quadratmetern. Die Anschlüsse am Gerät befinden sich von vorne zugänglich auf der Rückseite des Spitzenlastmoduls. Sind die beiden Module miteinander verbunden, finden sowohl die Steuerung als auch die Versorgung des Brennstoffzellenmoduls systemintern statt und bedürfen keiner weiteren Anschlüsse oder Konfigurationen. Das Brennstoffzellenmodul bietet mit einem kW so viel thermische Leistung, dass ein großer Teil des Wärmebedarfs abgedeckt wird. Die im Tagesverlauf produzierte elektrische Energie von maximal 15 Kilowattstunden deckt den Grundbedarf eines Haushalts ab. Das integrierte Gasbrennwertmodul schaltet sich automatisch zu, wenn die Wärme aus dem Brennstoffzellenmodul nicht ausreicht, etwa in Spitzenzeiten oder wenn innerhalb kurzer Zeit viel warmes Wasser benötigt wird. Betrieben wird Vituvalor 300P mit Wasserstoff und Luft, wobei der Wasserstoff in einem dem Stack vorgelagerten Prozess, dem Reformer, aus Erdgas gewonnen wird. Bevor das Erdgas in seine Bestandteile zerlegt werden kann, ist es notwendig, die als Geruchsstoffe hinzugefügten Schwefelverbindungen zu entziehen. Das entschwefelte Erdgas gelangt anschließend in den Reformer, wo es in einer Reaktion mit Wasserdampf zu wasserstoffreichem Prozessgas aufbereitet wird, das sogenannte Reformat. Der Wasserstoff im Reformat dient als Brennstoff für die Brennstoffzelle. In der Brennstoffzelle reagiert der Wasserstoff mit Sauerstoff. Dabei entstehen Strom, Wärme und Wasser. Die Elektrizität wird als Gleichstrom aus der Brennstoffzelle in den Inverter geleitet. Dort wird der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und somit für den Verbraucher nutzbar gemacht. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher an den Pufferspeicher abgegeben und zur Erwärmung des Trinkwassers oder des Heizkreises genutzt. Große Mengen von warmem Wasser oder hoher Wärmebedarf bei sehr niedrigen Außentemperaturen können problemlos mit Hilfe des Spitzenlastmoduls abgedeckt werden. Der integrierte Gasbrennwertkessel lädt dabei den Heizwasser- oder Trinkwasserkreis. Vituvalor 300P ist wärmegeführt und stromoptimiert. Der integrierte Energiemanager ist lernfähig und reagiert auf die Bedürfnisse des Anlagenbetreibers. Er schaltet die Brennstoffzelle dann ein, wenn möglichst lange Laufzeiten, also lange Stromproduktion und Eigenstromnutzung zu erwarten sind. Vituvalor 300P bietet somit zahlreiche Vorteile. Hocheffiziente und umweltschonende Zukunftstechnologie bei einer Reduzierung der CO2-Belastung um bis zu 50% gegenüber üblichen Gasbrennwertkesseln. Hohes Einsparpotenzial in Bezug auf die jährlichen Energiekosten und Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen. Die integrierten Strom-, Gas- und Wärmemengenzähler ermöglichen die Abrechnung von staatlicher Stromförderung und die Energiesteuerrückerstattung. Eine Fernbedienung und Abrufen von aktuellen Daten zur Stromerzeugung und Heizbetrieb sind über Tablet-PC oder Smartphone möglich. Durch den Einsatz von mehr als 34.000 PEM-Brennstoffzellenanlagen in Japan seit 2009 ist diese Technologie sicher und erprobt.